So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Runde Final Fantasy X-2 in der HD Remastered Version. Ja, wir sind hier auf dem Schiff, ist klar. Aber wir müssen jetzt in der Hinsicht Vorbereitungen treffen für ein Konzert, was Yuna geben wird. Und ich glaube, wir müssen, wenn ich richtig liege, muss ich noch die hier Eimer und Besen geschenkt. Warte. Ich muss sie doch. Praktisch und schnell. Herr Brüderchen hat uns einen Kritiker. Musik zu Danke werde ich vorführen. Bitte spielt. Wenn es um Musik geht, dann bin ich der Richtige. Schieben kannst du uns bis zum Ausgang. Okay, jetzt können wir sie schieben. Und das müssen wir auch tun. Denn wir müssen sie jetzt in den Fahrstuhl schieben. Die drei. Du natürlich auch, mein Freund. Nein. Ab in den Fahrstuhl mit dir. So. Ja, bereit sind wir jetzt. Tanzen sollt ihr in dieser Nacht. Die Party kann steigen. Und das gönnen wir uns jetzt. Who's Len? Why am I so mad? Who the heck is Len? I'm going to go to bed. Peinliche Sache. Huch. Eindeutig Yavin-mäßig. Nur die Szene kennen wir ja nicht aus dem ersten Teil. Und da ist wieder die Machina. Die riesige, die wir ja vom Spirit kennen.
What what? It must have been a dream. A dream's a dream. Blame it on your new jammies. Ja, ne? Da haben wir eine Szene gesehen, die wir ja noch eigentlich gar nicht kennen. Zumindest nicht aus dem ersten Teil und bisher auch nicht aus dem zweiten Teil. Und das wird sich aber noch aufklären, alles, was es mit denen auf sich hat, auch mit dieser mysteriösen Len. Ne? So, wir müssen, wenn ich jetzt richtig überlege, haben wir hier auf dem Schiff eigentlich soweit alles getan, was wir tun wollten. Ergo Brücke. So, weil jetzt müssen wir, glaube ich, entscheiden, wem wir das den Spiroid, weil hier an wen wir den Spiroid zurückgeben, weil ja beide Seiten das sehen wollen. Und ich bin tatsächlich dafür, der jungen Liga das zu geben, weil die sind, die wollen halt in der Hinsicht ja die Wahrheit rausfinden. I'll follow your orders, leader. Oh, ich bin, aha! As leader, I order Yuna to decide. Hey, that's cheating. Entschuldigung. Musste gerade mal husten. Ich finde das geil, ne? Weißt du, sie will das gerade nicht entscheiden und sagt so, ja, ich befolge deinen Befehlen, Anführer sozusagen, ne? Und er als Anführer befehligt, du entscheidest. Ich finde das so geil. Ja, wie gesagt, wir müssen an sich ihm jetzt sagen, wem wir das gehen. Und ich habe mich entschieden. Yevon in its name. Enough said. But the Youth League is reckless. They're the ones picking the fights. Well? Well? Skips der Liga, tatsächlich. Aus einem einfachen Grund, weil die Liga will ja eigentlich in der Hinsicht die Geheimnisse von Spira dem Volk offenbaren. Wohin gegen New Yevon, die haben ja, ne, wollten ja bei Killika ja eh diesen Spirit unter Verschluss halten, weil sie sehen, okay, hey, Yevon hat damals diese Maschine gebaut, ne, die haben das irgendwo versteckt liegen. Das könnte eher uncool kommen, wenn wir das offenbaren. Da haben wir eine Geheimwaffe, weißt du? Deswegen die junge Liga landen. Works for me. Let's go with it. Kovics, move out. Wir geben den hier den Spiroid Nooch, also dem Anführer der jungen Liga, auf dem einfach in dem Sinne, weil das halt mehr Sinn macht, finde ich. Die wollen halt in der Hinsicht das voll. I wonder why. You're the high summoner, remember? Who throws a welcome party for the people who ripped them off? Did they make? Of course, a little mixer. Go, Wings, go! La 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 la! Go, Wings, fight! La 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 la! Ja, schön dran.
give you the sphere that you were looking for. Now that you have this, you can stop the fighting in Killica. How generous. And how sudden. Maybe you should start by introducing yourself, High Summoner. We're the Gullwings. I see. Sphere hunters. In that case, I gratefully accept the sphere you have brought. On behalf of the Youth League, I thank you. Everyone, three cheers for the Gullwings. Yay! Yay! Gullwings! 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 Ja, Rico schön erstmal, ja. Go Wings, go Wings. Ja, schön. So, did you watch it? Hm? The sphere. Well, you see, we did. Oh boy. Forget. I'm afraid I cannot. Yuna, don't let him push you around. Some advice. That thing, the Colossus you saw, is known as Vegnagun. It possesses overwhelming destructive power. It must not be touched. Yet those Yevon fools think they can control it. The Youth League will do whatever it takes to make sure they do not get a chance to try. Trust me, you don't want to get involved. Tell me, who was the man I saw in the sphere? I cannot say. I see. Hey, we got a distress signal from the Celsius. Gullwings, we're leaving! Notsignal vom Schiff? Oha! Tittergating. It's official. We've been burgled. Beraubt. The broken sphere from the Xanarkand ruins is missing. Looks like the burglar left us a present. Ah, LeBlanc. Who's on top now, Dullwings? It'll be 1,000 years before you can take on the mighty LeBlanc. LeBlanc's spirit erhalten. Oh, poop. Yuna, don't talk like that. I'm just copying you. That's nice. And? We're gonna take it back. No one messes with us. And what about Vegnagun? I didn't want to get too involved. Not like when I was a summoner. We're forgetting who we are. We're spear hunters, the Gullwings. Ja, alles klar. Genau das. Mission gestartet. Das Möwenpack schlägt zurück. Die LeBlanc-Bande muss für den Diebstahl büßen. Um in die Villa LeBlanc einzudringen, werden 3 Uniformen benötigt. Verprügelt die Bande und nehmt sie ihnen ab. Ziel: Klaue 3 Frauenkampfuniformen. Ja.
Witzigerweise, was ich gerade gesehen habe, guck mal, was da steht. 4 Kisten. Die können wir doch gleich mal ein bisschen, ne? Mitnehmen. Zing. So. Wir sind hier nebenbei im Dingsraum. Motorraum. Also Maschinenraum. Ich wollte nur gucken, ob da unten was ist, aber. Nö. Dann ab in den Fahrstuhl. Zing. Auf zur Brücke. Einmal schnell speichern, sicherheitshalber. Hier. Und bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Ich beende die jetzt hier schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir dann uns die Kampfuniform von LeBlancs Untertanen, also von dieser LeBlanc-Bande, da holen und eventuell in die Dings rein gehen, in die Villa, um dort dann unseren Spiroid zurückzuholen, beziehungsweise die Spiroid-Hälfte. Ne? Dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Lovers Kisan.